So, jetzt habe ich auf einmal zu viel Stahlfeuer und zu wenig Eisen. So. Ich habe Roheisen noch mitgebracht gehabt, muss mal gucken. In der Kiste. Aber drei Öfen hier, die Eisen einschmelzen. So, erstmal alles aussammeln. Na, kommst du da raus? Stiefel. Oh, wie die Augen bei den Wölfen nachts leuchten. Das sieht ja eklig aus. Das ist ein Zombie-Wolf. Zombie. Was? Darf nicht? Ach. Darf nicht. Glaub's Haken. Belagerungskessel. Wer darf was nicht? Und warum? Und wie viele? Das ist eine schwierige Geschichte. Nee, eigentlich nicht. Aber eigentlich doch. Na, guck mal. Schleicht sich hier der Mr. Strauß ganz leise an. Stirb! So, hast du davon. Du meinst die Arschlochvögel? Die Arschlochvögel, ja. Ja. Ich bin gerade dabei zu skillen, hört er nur so kutsch, 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 kutsch. Immer lauter, immer lauter. Das geh ich direkt raus, weißt du? Gummistiefeln. Mit Wasser drin. Ich will mal aufs Piratenschiff. Ich will mal gucken, wie lange ich da jetzt drauf überlebe. Gut zusammengefasst, eigentlich nicht, aber eigentlich doch, ja. Besser kann ich das jetzt auch nicht beschreiben. Ja, aber nein, aber ja, aber nein, aber. Nee, es ist eigentlich einfach, wenn man es nicht dann einfach macht, aber kompliziert. Wow, was willst du denn? Hey, was kommt ihr denn alle so angerannt? Ich hab nichts für euch. Seid ihr doof? Das klingt, als wärst du im Streichelzoo rum. Oh, wow. Ja, so ungefähr. Was wollt ihr denn alle von mir? Ich hab nichts zu fressen dabei. Hier kam gerade nackte Oberkörper, Mademoiselle, dabei. Ja, ist auch schon wieder beim Piratenschiff. Ja. Oh, oh, nackt. Oh. Ja, die Piraten, die wissen, wie man feiert. Hey, cool. Zwei Stöße und die sind down mit dem Speer. Das ist ja lustig jetzt. Geh ich mich mal hier durchlooten. Hallo, Freunde. Okay, die halten noch ein bisschen mehr aus. Wow, ich werd gehammert. Ah! Jetzt werd ich genagelt. Du wirst genagelt, wow. Oh, ich bring so, viel Eisenbahn mit. Lauf jetzt nochmal zu den zerschmetterten Quellen. Und werd nochmal ein bisschen Schwefel holen. Wow, was willst du denn? Aua! No chance, mate. Ich töte dich. Hier, in your face. Oh, wo kommt ihr denn alle her? Mutti! Warum hat denn die Spitzhacke schon wieder so viel weg? Also viel Haltbarkeit hat die aber auch nicht, ne? Doofes Ding. Ah, ich nehme noch eine normale Spitzhacke mit. Ja, uah, fast hier runtergerannt. Uah, Mutti! Sicher, sicher. Sicher, Beton. Bin ich jetzt gestorben? Wow, ich bin echt gestorben, weil ich da runtergesprungen bin. Was ist los? Hast du dir ein Knöchelchen verstaucht und bist jetzt daran gestorben, oder? Na, dann mach ich es mir einfach. Wow, Moni. Ja, mach's dir einfach. Ich wollte doch nur Gärmittel haben, ihr Garstin. Ich habe mal ein bisschen Schwefel und so mitgebracht. Was, du hast Schwefel mitgebracht? Ja, 8 Stück. Was ist das denn? Übertreib's nicht, Romeo. Ich war gerade am Piratenschiff looten. Ach so, war in der Kiste drin oder was? Ja, bei den NPCs ab und zu. Das war immerhin schon besserer Loot als auf dem Dungeon-Eingang. Wer macht denn so? Die Kiste oben drauf stand und da waren Feuerbolzen drin, ein paar Steine, Pflanzenfasern. Wow. Das hat sich ja voll gelohnt. Du machst sowas, du machst mich fertig. Eisenbarren, so. Auch Samen. Boah, wie viele Bären sind hier und weiße Wölfe und graue Wölfe und ach, scheiße, hier ist voll der Zoo. An manchen Stellen hast du echt voll viele.
Ich weiß nicht, die spawnen irgendwie immer 5 Stück auf einmal oder so. Ich weiß nicht, was da los ist. Das mach ich doch gerne rum. Also, ja. Das wäre auch eine Radio oder sowas. Da habe ich gar keine Option für gefunden. Ich bin trotzdem unangenehm. Vielen Dank, Moni. Ohne Scheiß, vielen Dank. Unseren Sprint oder so? Ja, nee, der Sprint ist mal 1,5. Den habe ich ja auch jetzt erst hochgemacht. Der war ja vorher noch nicht hochgestellt. Aber ich habe auch nichts, was mal 5 eingestellt war. Weder vorher noch jetzt. Man weiß es nicht. Dieses Falsat oder wie der heißt, ist die da weiterentwickelte Deutsch oder was? Oder wie? Weiß ich nicht. Das könnte auch ein Schwert sein. Das habe ich gefunden. Stahl. Wölfe sind Rudeltiere. Ja, ist, deswegen spawnen da immer so vom Teil. Und Pumba ist auch ein Rudeltier. Okay. Und die Elche sind auch ein Rudeltier. Schwefel. Und Hasen. Und Steinnasen. Wow, okay. Was denn? Ich hab da hinten ein Herd, da kann ich kein Brot backen, das muss ich im Ofen machen. Da, wo ihr euer Stahl macht. Was? Okay. In dem Ofen? Ja. Cool. Das ist... Hä? Ja, also... Ich geh auch immer zum Schmied, um mein Brot zu backen. Helle, können wir uns mal deine Schmiede leihen? Ein, zwei Händler und ein Roggenmischbrot, bitte. Ja, nein. Vicky steht auch noch, kann schmelzen, kann Eisenbarren, Ziegel, Stahlbarren und Glas produzieren. Ja, und Brot. Und Brot. Lecker, nein. Metallsplitterbrot. Ofen. Kann mir noch jemand einen herstellen? Was denn? Ein Ofen. Dann braucht er nur 540 Deine und dann fährt. Wo stellt man den her? Den kannst du einfach so bauen. Im Inventar? Ja. So? Du musst nur 540 Deine haben und dann geht's los. Ah, okay. Oh, ich bin eine Stufe aufgestiegen. Ich weiß nicht warum, aber. So, probieren wir nochmal unser Glück. Oh Mann, immer so einen kleinen Hückel hier runterhüpfen und dann verliert er hier. Jetzt hat er 2/3 vom Leben verloren. Mann! Das ist mir doch gerade auch im Piratenschiff passiert. Weißt du, die schlagen auf mich. Ich denke mir, okay, jetzt springst du da dieses kleine Stückchen runter und was passiert? Ich sterbe von diesem kleinen, beschissenen Anhöhengedönse. Der Fallschaden, der ist echt, ich weiß nicht, was die hier für eine Anziehungskraft haben auf diesem Planeten. Ich muss immer wieder daran denken, ganz am Anfang, als Romia da die Klippe runtergeklettert ist und ich dann dran vorbeigehüpft bin. Das war ja auch genial. Und das war auch nicht so tief. Vor allem, ich hänge da an der Wand und sehe ihn nur an mir vorbeifliegen. So, wow. Da. Tot. So, du bist ja erstmal wieder weg. Oh, nö. Schwesterchen. Verlasst uns doch nicht schon wieder. Bist du gerade erst angekommen? Nachti, mach's gut. Gute Nacht. Gute Nacht, Franzi. Gute Nacht. Schön, dass du bei Anti warst. What? Brech dir nicht so viel, Anti. Alles klar. Oh. Was rennen mir denn hier die Viecher hinterher? Was wollt ihr denn? Oh, geknüppelt. Ach, jetzt backt er gut. Really, von diesen kleinen... Komm gerne mal vorbei. Oh, ja, geht doch. Als Spezialgast oder so, dann stürme ich deinen Stream. Mach das. Klick nach dem Plan. Der prominente Gast im Sack.
Was sieht's, Schlag? Was ist denn jetzt los? Oh nee, oder? Ich bin jetzt nicht hier so weit gelaufen und jetzt gerade angekommen, um jetzt hier einen Hitzschlag zu kriegen. Ist das noch gar nicht respawned hier? Warum nicht? Oh. Was denn? Hä? Achso, ich habe ja Honigeier gemacht. Die ist doch jetzt nicht euer Ernst. Ja, okay, die bringen halt das Doppelte an Honig. Tatsächlich ein Hitzschlag hier. Und es geht nicht wieder weg. Oh nein. Ein Panther. Oh, wer ist denn noch hier? Hallo. Hallo. Ich hab einen Hitzschlag, ich bin gleich tot, ich bin gleich wieder zu Hause. Ja, teleportiere dich dann einfach wieder her, oder so. Blatsch! Ich dachte wenigstens, die Dinger werden wieder alle respawned, aber die sind ja alle weg. Honigbrot ist ein gutes Brot. Also manche Einstellungen weiß ich. Willst auch du ein gutes Brot, dann nimm das Honigbrot. Ganz random, wenn du nicht damit er rechnet jeden Tag mit dir, ja genau. Was? Jetzt schon und ist dann traurig, wenn ich nicht da bin. Ja, bin ich sowieso immer, Schwesterchen, weißt du noch? Die Arbeit ruft. Alles klar. Oh, es war... Ah! Zieht hier. Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, mit den Serveroptionen stimmt irgendwas nicht. Obwohl das alles eingestellt ist, wirkt das meiste davon irgendwie nicht. Gut, ich bin zerhitzt. Moin Neko, grüß dich. Ja, schlaf gut, mach's gut. Na, Jassi. Das bumst ja gar nicht. So, wo war jetzt das Schiff? Ich hab mich ernsthaft schon wieder verlaufen, kann doch nicht sein. Da bin ich. Das Schiff ist da hinten. Ah, das ist mein Todespunkt. Brauche ich jetzt nur noch geradeaus. Muss ich da hinten lang. Navigation. Wieso kann ich eigentlich, jetzt habe ich jetzt zum Admin-Dingsen gemacht und kann die Einstellungen alle nicht bearbeiten. Wahrscheinlich, weil das Server läuft, oder? Naja, das ist ja der Sinn der Sache, wenn ich im... Ja. Ja, sonst kann man es ja... wofür ist denn das sonst, wenn man das Ingame aufrufen kann? Ja. Denn wenn der Server nicht läuft, kann man das Ingame nicht aufrufen. Achso, ich muss das Menü noch einmal wieder zumachen. Ah, gut. Ausdauerkostenmultiplikator hatte ich auch verstellt, hat er auch nicht übernommen anscheinend. Toll, ihr habt ein wildes Durcheinander gemacht. Toll, wer macht das jetzt wieder heile? Was für ein Durcheinander. Ja, nächstes Mal macht halt nur gefälligst mit, wenn ihr auch wirklich ernsthaft Sachen machen wollt und nicht da so ein wildes hin und her. Ja, will ich jetzt, will ich nicht. Oh, jetzt sind da Knoten drin. Toll. Was ist denn da los? Ja, Sachen machen. Ich muss doch irgendwo das verdammte Schiff jetzt sehen. Kann nicht sein, ich mich jedes Mal so verlaufe. Ist noch da.
Oh, das sind Indianerlager. Hallo. Hallo, Naru. Hallo, Naru. Fertigungszeitmultiplikator. Leibeigenen Fertigungs... Ah. Perfekt. Zehnfach, so. Ist das Sklave gleich fertig? Blub. Ja. My claws are sharp. Wow, wie schnell du denn aus, Typ? Wasserloch-Aussichtspunkt. Ja, 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 komm her. Toll, treffe ich ihn nicht. Yeah. Hallo Nacken! Nabend, danke für deinen Host! Der Nacken ist da! Hab ich denn jetzt... Oh nein, wo hab ich denn das hingetan? Ach, da wieder reingelegt. Yo Nacken, was geht ab? Kohle. Juhu! Schwarze Kerze. Warum? Da fliegt nicht nur der Kopf auf, die flitzen auch zum Auseinander irgendwie. Ihr darf doch nicht in der... Oh, wer hat denn hier das Eisen komisch. Ich, weil das aus war und der Ofen muss da nicht... Schon irgendwie cool, dass so brutal ist auf der anderen Seite. Wenn da auch Eisen schmelzen kann. Ja, aber der soll ja das Eisen zur Stahlung Ich finde das Schiff nicht mehr, ne? Ja, wenn kein Eisen drin ist, wandelt da auch nichts um. Also kann er auch Eisen... Ja, dann muss ja auch einer da reinlegen zwischendurch. Ja, dann mach das. Ich mach deinen Scheiß alleine. Einmal da komplett rum. Mach's mir alleine. Dann aber bitte in einem anderen Voice-Chat. Oh, okay. Oh, da kommen die Anti-Herzen. Sehr gut. Was gab's bei dir denn schönes Nacken? Ich glaube, ich muss da rum oder so. Oh, beim Klettern verbrauche ich gar keine Ausdauer mehr. Das ist ja geil. Ja, ich habe ja gerade nochmal umgestellt hier im Menü. Ach so. Kann sein, dass das jetzt... sehr, sehr lange hält. Ja, also Rumian, Bären laufen sehr wohl, so wie Schweine, ziemlich schnell auf einen zu und das tut auch weh. Ja, ich habe vorhin schon ein paar gekillt. Oh, sieht so aus, als könnte man jetzt endlos sprinten. Das Krasse ist halt nur, wenn die diese Stampfattacke machen und die trifft dich, das gibt richtig Fettauer. Ja. Aber ich hatte halt vorhin gesagt, die rumpeln dich nicht um, aber das können sie scheinbar doch. Ach so, ja, okay. Wir verbrauchen jetzt 10-mal weniger Ausdauer. Läuft. Oh, Warframe und WOT, nice. WOT nehme ich mir auch schon so lange vor, da mal wieder reinzugucken. Muss sie denn? Ich spiele eigentlich nur Stufe 5 bis 7. Darunter ist zwar irgendwie lustig, aber langweilig und darüber ist... Wir haben es allgemein, also ich bin heute zum letzten Mal Conan Exile